شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Geehrte Geschwister im Islam, wie stolz bist du, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dein Gesandter ist? Macht es dich stolz in deinem Herzen? Und merkst du die Izza vom Islam, die Ehre und den Stolz vom Islam, dass Allah azza wa jal das Prophetentum abgeschlossen hat? Mit was für wundervolle Propheten? Von Adam über Noah, über Abraham, über Moses, über Jesus hin zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mit ihm wurde die Botschaft abgeschlossen. Musste er nicht etwas Besonderes sein? Macht dich das nicht stolz? Und macht dich nicht stolz, dass der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim sagte: Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyama. Yawmul Qiyama, am Tage der Auferstehung, werde ich der Führer aller Menschen sein. Allahu Akbar. Der Führer aller Menschen. Frage an dich. Ist er dein Vorbild? Der Beste aller Menschen? Über den Allah Azza wa Jal im Koran sagt, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden. Nochmals die Frage, was passiert in deinem Herzen, wenn du weißt, das ist dein Gesandter, das ist dein Vorbild, das ist derjenige, dessen Namen du erwähnen musst in der Shahada, im Glaubensbekenntnis, damit überhaupt deine Shahada gültig ist. Wir sagen nicht nur Ashhadu an la ilaha illallah, das ist der erste Teil. Dann gibt es einen zweiten Teil in der Shahada, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Ansonsten ist deine Shahada nicht gültig. Warum all diese Worte? Es gibt Leute, die nennen sich Muslime und bei Allah, sie haben Krankheit, ja sogar sehr viel Krankheit in ihren Herzen. Sie lieben die Sunna nicht. Ja, sogar hassen manche die Sunna. Machen sich lustig über die Sunna. Sehen die Sunna als minderwertig. Er schmückt sich nicht mit der Sunna, sondern er schaut auf die Kuffar, wie sie reden, wie sie sich anziehen, wie sie sich geben, wie sie tanzen, wie sie feiern. Das gibt ihnen Stolz, aber nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er hat eine gewisse Abneigung gegen die Sunna. Wenn er Leute sieht, die einen Bart tragen, dann sagt er, es grollt in seinem Herzen. Wenn er Frauen sieht mit Niqab oder mit Hijab, dann grollt ihm das im Herzen. Warum? Weil Allah ihm Krankheit in sein Herzen gegeben hat. Und so siehst du viele Leute, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, die sich Muslime nennen und beeinflusst werden von den Ideologien und den Gedanken der Kuffar. Ja, Achi, eine Frage an dich. Was denkst du, wie sollen die Kuffar unsere Religion darstellen? Sie sehen, dass die Religion des Islams alle Religionen überholt. Was denkst du, wie sollen sie unsere Religion darstellen? Gut, richtig, barmherzig, du irrst. Sie wollen diese Religion bekämpfen. Und die Ayat im Koran sind doch da. Allah Azza wa Jal hat uns gesagt, was sie für einen Groll gegenüber den Muslimen haben. Wir brauchen die Ayat nicht jedes Mal zu wiederholen. Aber du selber, ich frage dich,
Wie groß ist dein Stolz für Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wenn du etwas hörst, dass er dir etwas sagt von seiner Sunna, unterwirfst du dich? Und bist du jemand, der das akzeptiert und sagt, er ist mein Vorbild. Wer wäre ich, wenn ich ihm nicht folgen würde? Und eines Tages, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, wird überliefert, anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimali. Eines Tages aß ein Mann mit dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alleine das ist Ehre, dass er mit ihm essen durfte. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er war derjenige, der das Gute geboten und das Schlechte verboten hat. Und so hat er zu diesem Mann gesagt, kul bi yaminik, iss mit deiner Rechten. Dann sagte dieser Mann, la astati', ich kann nicht. Und bitte achtet darauf, diese Religion ist barmherzig. Allah azza wa jal sagt, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah erlegt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Wenn du eine Sache nicht kannst, dann hast du Schwierigkeiten und die Religion gibt dir einen Spielraum. Wie Imam al-Shafi'i, rahimullah ta'ala, sagte, إِذَا ضَاقَ الْأَمْرِ اتَّسَى. Wenn die Angelegenheit eng wird in der Religion, dass du vielleicht eine Ibadah nicht ausführen kannst, eine Pflicht nicht ausführen kannst, dann erweitert sich der Spielraum in der Religion. Dieser Mann sagte am Tisch, ich kann nicht. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastatat, du sollst das nie wieder können. Allahu Akbar. Abu al-Bara, hast du uns nicht gesagt, dass der barmherzigste Mensch, richtig. Aber der mit ihm am Tisch saß, sagte nicht, ich kann nicht, ja Rasulallah, verzeih mir, ich habe Probleme mit meiner rechten Hand, ich bin verletzt oder sie ist eingeschränkt, meine Hand. Nein, 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 nein. Es ging gar nicht darum. Er sagte, ich kann nicht, hochmütig. Abu al-Bara, interpretierst du in die Hadithe herein, was du willst? Nein, nein, nein. Höre, was der Überlieferer selber sagte. Er sagte, ma mana'ahu illa al-kibr. Nichts hat ihn daran gehindert, mit der rechten Hand zu essen, außer der Kibr, der Hochmut. Fama rafa'aha ila fi. Dann konnte er nie wieder seine Hand zum Mund heben. Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Hand gelähmt. Dua von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? Ist er nicht barmherzig? Doch. Aber dieser, wal'iyadu billah, hat sich hochmütig gegenüber der Sunna verhalten. Hast du auch einen gewissen Hochmut gegenüber der Sunna? Wallahi, du redest mit Leuten, die nicht stolz sind auf der Sunna. Die sind nicht stolz, sondern ihr Herz neigt sich den Kuffar zu ähneln, obwohl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das Beste aller Geschöpfe ist. Ja, eine Frage, wir folgen Rasulullah, wen folgst du? Sag es mir, ein Kommunisten, ein Atheisten, ein Yahudi, ein Nasrani, wen folgst du? Wir folgen Rasulullah und das bei Allah mit Stolz. Wir heben unsere Köpfe. Wir schämen uns nicht. Wenn wir draußen beten müssen, beten wir draußen. Wo ist das Problem? Und wenn wir ein Bad tragen, dann tragen wir ein Bad. Manche tragen ein Bad, weil sie einem Käfer nachmachen. Ein Fußballspieler, der das jetzt gerade so trägt er ebenfalls den Bad. Das ist nicht unsere Religion. Unsere Religion ist Aqida, dass wir wissen, wir folgen der Sunna. Und hier, liebe Geschwister, solltet ihr wissen, die Sunna ist nicht das, was viele Leute denken. Einfach, dass man sagt, das ist die Sunna. Und mittlerweile machen sie eine typische Handbewegung, so nach dem Motto, sie ist unwichtig. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ist die Sunna wirklich unwichtig? So sagte der Gesandte Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, in einer authentischen Überlieferung bei At-Tirmidhi. Er sagte, ich habe den Koran bekommen und etwas Gleiches dazu. Etwas Gleiches dazu bedeutet die Sunna, ohne Zweifel. Ich habe den Koran bekommen
und etwas Gleiches dazu. Das heißt, mit dieser Überlieferung wird uns gesagt, die Sunna ist Offenbarung. Wie Allah Azza wa Jal Subhana im Koran sagt, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Er spricht nicht aus Begierde, vielmehr ist das eine Offenbarung von seinem Herrn. Hast du das Wort gehört? Offenbarung. Und die Gelehrten nennen die Sunna al-Wahi al-Thani, die zweite Offenbarung. Das ist nicht irgendein Wort, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so gesprochen hat. Nein, das ist nicht eine Tat, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einfach so verrichtet hat. Nein, sondern die Sunna ist, wie die Gelehrten das definieren, ma thabata an den Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn. Alles, was vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist von Worten und von seinen Taten und von dem, wo er stillschweigend geschwiegen hat. Bedeutet, wenn er eine Situation gesehen hat und er hat nichts dazu gesagt, dass es falsch oder ähnliches ist, dann ist das richtig, weil es war seine Pflicht mit Ijma' aller Gelehrten, dass er das Schlechte korrigieren musste. Wir reden über die Sunna, ja Achi. Weißt du, was die Sunna an Wert hat? Die Sunna ist Offenbarung. Das ist nicht eine Sache, wo du einfach drüber hinwegschauen kannst und sagst, das ist Sunna mit dieser Handbewegung. Nein, diese Sunna rettet dich. Diese Sunna ist gekommen, damit du ihr folgst. Und so sagt Allah Azza wa Jal Subhana im Koran: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Gehorcht Allah, nur Allah, und gehorcht den Gesandten. Und ich möchte hier eine Sache hinzufügen: Es gibt heutzutage diese irregehenden Koraniyun, die sagen, nur der Koran ist entscheidend, die Sunna hat keinen Wert. Sie sollen hören, was Allah Azza wa Jalla sagt. Und gehorcht Allah und gehorcht seinem Gesandten. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Wer sich aber abwendet vom Koran und der Sunna oder nur vom Koran oder nur von der Sunna, so liebt Allah die Kuffar nicht. Derjenige, der die Sunna behandelt, wie er sie behandelt, und er akzeptiert und nimmt sie nicht an, ist in unserer Religion mit Ijma' aller Gelehrten ein Kafir. Allahumma la taj'alna min haula, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Im Gesandten Allahs hast du deinen Stolz, daraufhin hast du ihn, daraufhin hast du die Sunna, daraufhin magst du es nicht, ihm zu folgen. Allah hat dir Ehre und Izza gegeben mit diesem Gesandten. Warum schämst du dich? Warum duckst du dich? Warum verteidigst du den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht, wenn irgendwelche Irregehenden ihn beschimpfen, dass du ihn beibringst, wer er war, dass er eine Barmherzigkeit war, nicht nur für die Muslime, sondern auch für die Kuffar. Denn solange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unter seinem Volk war, die größtenteils Kuffar waren, hat Allah das Volk nicht vernichtet. Er war auch eine Barmherzigkeit, wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, für die Kuffar. Verstehe das, wisse das, verinnerliche das. Das ist dein und mein Prophet. Walhamdulillah, wir sind stolz auf diesen Propheten. Und wir sollten wissen, dass es eine gewaltige Strafe für diejenigen gibt, die der Sunna nicht folgen. Warum? Weil manche denken, die Sunna ist nur beliebt, beliebt, beliebt. Nein. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi sagte. Er sagte, wa inna ma harrama Rasulullah kama harrama Allah. All das, was der Gesandte Allahs verboten hat, ist auch gleichzeitig das, was Allah verboten hat. Er spricht nicht aus Begierde. Wo findest du im Koran, weil manche Leute sich nur auf den Koran basieren, weil manche Leute nur an den Koran festhalten. Wo findest du im Koran das Gebot über das Wachsenlassen des Bartes? Das findest du nicht im Koran. Das findest du in authentischen Überlieferungen, unter anderem bei Bukhari und Muslim, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Khaliful Mushrikin, unterscheidet euch von den Götzendienern.
Subhanallah, unterscheidet euch von den Götzendienern. Hast du dir einmal Gedanken gemacht über diese Wörter? Manche im Westen hier, die sagen dir, lass dir kein Bart wachsen, sonst siehst du anders aus als die anderen. Genau das will ja Rasulullah. Genau das soll ja deine Aufgabe sein, dass du dich von ihnen unterscheidest. Khaliful Mushrikin, unterscheidet euch von den Götzendienern. Ahfush Shawarib wa auful Liha, so kürzt oder trimmt euren Schnurrbart, damit wir nicht den Juden und Christen ähneln. Er hat in jeder Hinsicht sich unterschieden von ihnen. Warum? Hast du dich niemals gefragt, warum? Was sagst du im Koran? Du sagst, Subhanallah, ja Allah, mach mich nicht wie diese Leute, über die dein Zorn ergangen ist und die irregehend sind. Daraufhin willst du ihnen folgen? Er sagte, unterscheidet euch von den Götzendienern, kürzt euren Schnurrbart und lasst euren Bart wachsen. Das ist die Sunna. Was fühlst du in deinem Herzen, wenn du diese Sunna hörst? Hast du die Leute mit Bart? Wallahi, es gibt Leute, die nennen sich Muslime. Wenn er den Fernseher anschaltet und dann guckt er durch die Sendung und er sieht eine Frau, die tanzt, er lächelt. Er sieht, dass ein Kommunist redet oder ein Irrgehender redet, er lächelt. Aber dann sieht er einen Scheich mit Bart und dann drückt er extra drauf auf die Fernbedienung, damit er dieses Bild ganz schnell von sich nimmt. Es gibt sie, die hassen den Islam. Sie verabscheuen die Sunna. Und das ist sehr gefährlich, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Er sagt, und so sollen diejenigen darauf achten, aufpassen, sich vorsehen, was, dass sie nicht eine Fitna trifft, oder eine gewaltige Strafe. Wer soll sich vorsehen? Yukhalifuna an Amri, die sich seinem Befehl widersetzen. Wer sich dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersetzt, du, der du sagst, nur Sunna, brauchst du nicht, steht nicht im Koran. So sollen sich diejenigen vorsehen, die sich seinem Befehl widersetzen, dass sie nicht eine Fitna trifft. Oder eine gewaltige Strafe. So sagte Imam Ahmad rahmatullah alayhi über diese Ayah. Er sagte, atadruna mal fitna. Wisst ihr, was die Fitna hier in dieser Ayah bedeutet? Dann sagte er, al fitna tu shirk. Dass dich der Schirk treffen kann und dass du damit stirbst. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. So ist das bezüglich der Leute, die keinen Stolz haben für die Sunna, die eine Abneigung haben gegen die Sunna, die Sunna nicht lieben und ehren und stolz darauf sind. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Was euch der Gesandte gibt, das nimmt. Sunna! Und was er euch verbietet, dessen enthaltet euch und fürchtet Allah. Allah ist streng im Bestrafen, Subhana. Streng im Bestrafen. Nicht alles steht im Koran. Wie wir gehört haben, das Wachsenlassen des Bartes steht nicht im Koran. Das Verbot des Tragens von Gold für Männer steht nicht im Koran. Das Zupfen der Augenbrauen steht nicht im Koran. Aber alles in authentischen Ahadith bei Bukhari und Muslim. Reicht dir das nicht? Ist das nicht genug für dich? Allah Azza wa Jal hat dir Ehre und Stolz gegeben mit dieser Sunna. Darum folge ihr und wisse, dass diese Sunna dich retten wird. Und wir hören gleich, vor was. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala al-zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wovor rettet dich die Sunna? Wovor? Weißt du, wie gewaltig die Sunna ist, o Diener Allahs? Erstmal rettet sie dich davor, in das Höllenfeuer zu gehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi: ستفترق أمتي على 73 ملة. كلهم أو كلها في النار إلا ملة واحدة قيل ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Sie rettet dich vor dem Höllenfeuer. Er sagte, es wird 73 Gruppen geben, alayhi salatu wassalam, und 72 gehen in das Höllenfeuer. Ich weiß, diese Überlieferung schmeckt vielen Leuten nicht.
Aber die Umma, die gesamte Umma, bedeutet die Gelehrten, haben sie mit Kabul akzeptiert. Sie haben diese Überlieferung akzeptiert. Da brauchten du und ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Es wird 73 Gruppen in meiner Umma geben, 72 gehen in das Höllenfeuer und nur eine wird errettet sein. Dann wurde er gefragt, wer ist die Errettete, o Gesandter Allahs? Er sagte, auf der ich bin, das heißt die Religion, auf der ich bin und meine Gefährten. Sie rettet dich vor dem Höllenfeuer. Weiter, diese Sunnah ist eine Angelegenheit, wo du einen gewaltigen Lohn dafür bekommst. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Er sagte, inna min waraikum ayyam as-sabr. Vor euch liegen Tage der Geduld. As-sabru fihi ka qabdin ala al-jamr. An diesen Tagen geduldig zu sein, und wir sehen das, ist, als ob man an glühend heiße Kohle festhält. Hast du einmal Kohle in den Grill hereingemacht? Die erhitzt wird, diese Kohle, wie lange kannst du sie halten? Er sagte, an diesen Tagen, an diese Sunna festzuhalten, ist, als ob man an glühend heiße Kohle festhält. لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا. Wer an diesen Tagen, an den Tagen der Geduld, an der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam festhält, so bekommt er den Lohn von 50 Männern. Qalu ya Rasulallah, sie sagten, o Gesandter Allahs, ajru khamsina rajulan minhum, meinst du den Lohn von 50 Männern, von ihnen, von den gewöhnlichen Männern? Oder von wem? Er sagte, ajru khamsina rajulan minkum. Der Lohn von 50 Männern von euch Sahaba. Wenn du die Sunna praktizierst, bekommst du den Lohn von 50 Sahaba. Allahu Akbar. Aber er will aussehen wie die Kuffar. Er will tanzen wie die Kuffar. Er will herumspielen wie die Kuffar. Willst du errettet werden? Dann entscheide selber. Derjenige, der an der Sunna festhält, hört, liebe Geschwister, so wird er errettet werden. Er wird nicht in die Irre gehen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin abdu alaiha bin nawajith. Haltet fest an meiner Sunna und an der Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa. Subhanallah, er gibt dir hier eine Lösung, wie du festhältst an das Richtige. Haltet an meiner Sunna fest und an der Sunna von Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Und die ersten dreien werden von diesen Schia verflucht. Möge Allah ihnen geben, was sie in der Dunya und in der Akhira verdienen. Allahumma amin. Haltet fest an meinen rechtgeleiteten Khulafa. Warum? Und beißt darauf auf die Sunna mit euren Backenzähnen. Die Gelehrten sagen, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat die Backenzähne erwähnt, weil darin die meiste Kraft ist. Addu alaiha bin nawajith. Das heißt, es wird dich vor dem Irregehen schützen, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Wer nach mir lebt, er wird viele, viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Und das siehst du, wie viele Sekten wir haben, wie viel Übel auf dieser Welt existiert. Leute, die sich Muslime nennen und alles vom Islam geändert haben, was man nur ändern kann. Über die drei Arten des Tauhids, über die gesamte Sunna, alles haben sie geändert. Und sie wundern sich, dass du nicht mit ihnen zufrieden bist. Und sie wundern sich, dass du sie kritisierst. Und sie wundern sich, dass du ihnen nicht einfach geleit lässt, dass sie tun können, was sie wollen. Imam Malik, rahimullah ta'ala, sagte bezüglich der Errettung durch die Sunna, er sagte, hier safinatu Nuh, das ist das Schiff von Nuh, alayhi salatu wassalam, man rakiba fiha, naja, wa man takhallafa anha, gharik au halak. Derjenige, der das Schiff besteigt, der die Sunna besteigt, der die Sunna praktiziert, ist errettet. Und wer sich von der Sunna entfernt, sie beiseite lässt, wird vernichtet werden.
dass du der Sunna folgst, o Diener Allahs, ist nicht nur eine Errettung vor dem Irregehen. Jeder, dem du die Sunna aufträgst, dem du die Sunna beibringst, so bekommst du nicht nur deinen Lohn, sondern auch den Lohn von ihm. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari sagte: Man da'a ila huda. Derjenige, der zur Rechtleitung ruft, Rechtleitung hier, zu dem Guten, was von Koran und Sunna ist, der hat den Lohn von wem? Mithlu ujuri man ittaba'a. Der hat den Lohn wie diejenigen, die ihm dabei folgen. Der hat den Lohn von denjenigen, die ihm dabei folgen. Wenn du jemanden beibringst, dass er die 12 Sunnan beten soll und er macht es dir nach, so hast du seinen Lohn. Jedes Mal, wenn er die 12 Sunnan betet, ist das in deinem Lohnbuch. Wenn du jemanden beibringst, dass er den Bart tragen soll, so hast du deinen Lohn. Wenn du jemanden beibringst, dass er den Siwak benutzt, hast du deinen Lohn. Wenn du jemanden beibringst, dass er dieses und jenes von der Sunna macht, so hast du deinen Lohn. Allah ist nicht geizig im Belohnen. Das ist der Wert der Sunna, liebe Geschwister. Den sollten wir bei Allah nicht außer Acht lassen. Und zum Schluss erwähne ich nur, das, was du heute hörst, diese ganzen Leute, walayadu billah, die gegen die Sunna schießen und die Sunna nicht lieben und auch Sheikh genannt werden, ja, sogar teilweise Alim. Diese Leute, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sie schon beschrieben in der Sunna. In einer Überlieferung bei Imam Muslim sagte er: Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Es wird Rufer geben, Rufer, Prediger, Shuyukh, von mir aus Gelehrte. Sie werden von den Toren des Höllenfeuers hin hereinrufen in das Höllenfeuer. Wer ihnen folgt, wird nach ihnen hereingehen in das Höllenfeuer. Dann sagten die Sahaba: Sifhum lana ya Rasulallah, beschreibe sie uns, wer sind sie, o Gesandter Allahs? Er sagte: Hum min jildatina. Sie haben unsere Haut, unsere Leute. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Und sie reden mit unseren Zungen. Mit unseren Zungen sagen die Gelehrten entweder auf Arabisch oder sie kommen mit Koran und Sunna, aber haben mit Koran und Sunna nichts zu tun. Sie reden mit unseren Zungen. Jetzt beschreibt er sie: Qulubuhum qulubu shayatin. Sie haben Herzen von den Herzen der Satane. Fi juthmani ins, im Körper von einem Menschen. Sie sind Shayatin, aber sehen aus wie Menschen. So hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sie beschrieben. Und sie sind viele, liebe Geschwister. Sie sind viele. Wallahi al-Azim, sie sind viele. Seien es die Schia, seien es die Sufis, seien es die Ahbash, seien es die Khawarij. Diese gesamten Leute reden mit Koran und Sunna. Aber wo waren sie in der Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Wann kamen sie? Sie kamen alle später. Sie kamen alle später. Wo gab es Schia in der Zeit von Rasulullah? Wo gab es Khawarij in der Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wo gab es Sufis, die Gräber angebetet haben und dich als Kafir bezeichnen, wenn du kein Grab anbetest? A'udhu billah. Das alles gab es nicht. Wo gab es die Leute, die gesungen und getanzt haben beim Dhikr? Die gab es nicht. Und glaub mir, hätten sie es gemacht, hätte es sie danach nicht mehr gegeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Und möge Allah azza wa jal uns die Sunna lieben und ehren lassen. Möge Allah azza wa jal uns unseren größten Stolz in der Sunna finden lassen. Möge Allah azza wa jal uns mit dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawmul qiyama vereinen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم.